Ich war die ganze Zeit auf Stumm, oh mein Gott. Geringfügig wichtige Informationen. Nein. Was ist das? Ui. Wir müssen einen Ball haben. Jetzt weiß ich, warum er da immer spielt. Wow.
So, Momus-Notiz. Perfekt. Ja. Oh, cool. Oh, so ein Lächeln. Werde ich einen Weg nach oben? Man soll den Finger reparieren, okay. Wohl ja, es funktioniert. Komm mit mir. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Und dann nach draußen sein. Meine Freunde könnten dann nach draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zug zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bringt uns den Himmel. Ich bin klein genug. Achso, jetzt bin ich hier wieder. Wo sind die Viecher? Okay. Die Dächer. Das heißt also, eigentlich muss ich wortwörtlich rennen. Miaue, um Feinde anzulocken. Fuck. Die Stadt ist voller Neon, das war nicht immer so. Hier gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Ja, die Menschen kamen mit dem ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Schaltet jemand Regenbogenlampen ein, Neon leuchtet in dem ganzen Haus. Wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Die Menschen fingen kurz darauf an, ihre Häuser jede Menge Licht anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Das war ein Weg für die Menschen, wieder Farbe zu sehen, wie in den Außenwänden. Ich glaube, das hat geholfen. Ich habe eine Sache irgendwie verpasst. Ich habe zwei Sachen verpasst. Komm hier rüber.
Tür helfen. Oh. Ach so. Okay. Hier anlocken, Tür schließen, damit ich da meine Ruhe habe. Okay. Oh shit! Oder das klebrige Zeug sieht aus wie Pizzakäse. Ja. Oh, das bewegt sich. Mau. Okay, da gibt es vermutlich jetzt viele von denen. Ja. Rechts hin. Dann auf den Fässern da hinrennen, dann nach rechts auf diesen Karton. Und dann darauf hüpfen und ich bin vielleicht safe. Okay, die Viecher kommen da auch auf. Scheiße. Das da rausbringen. Neko-Korb. Abfallstoffenschaffer. Bakterium, um das aufzulösen. Zug. Los geht's. Können Sie nicht verarschen, dass Sie sich selber runterletschen? Oder können die nicht runterhüpfen? Achso, ich muss das nur dort hinschieben. Okay. Thank you.
die sind aufgeploppt. Kacke. Hecht auf die Tür. Kann er nur von der anderen Seite oder was? Die sehen mich nicht. Ach, jetzt. Jetzt wieder. Auch nicht mehr hacken. Ich glaube, ich habe meinen ersten Bug. Miau. Ich hab nicht mehr Wasser. Ja, fällt runter, das ist toll. Fallen die überhaupt runter? Der Lift ist da, der Lift ist da, der Lift ist da, der Lift ist da, der Lift ist da! Oh Gott! Okay, ich bin gestorben. Acht Leben. Gut, das heißt, ich muss im Kreis rennen. Ich darf da nicht hinrennen, ich muss warten, bis er sich öffnet. Dann muss ich von oben, reinlichten, glaube ich.
kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, niemals. Ja, keine hüpfen, keine. So, kriegt mich. Boah, noch jemals Katze, richtig schlimm, du bist einfach gegessen. Gegenstand verwenden. Schau, die Aussicht von mir aus ist wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie soll ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hat uns seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verrödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss es bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war, nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Ich bin mir sicher, dass meine Aufgabe ist, ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir die Lage sein, Hilfe zu bekommen. Okay. Dann mache ich hier jetzt einen Cut. Dann geht's dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War ein bisschen gruselig mit den Viechern. Bis zum nächsten Part. Haut rein und einen